Ja, einen schönen guten Abend zu diesem weiteren Thema über ein Thema, Grundlagen des Glaubensthema, das Geheimnis des Gebets. Wenn man heute das Wort Gebet hört, dann hat man relativ viele Assoziationen mit dem Thema Gebet. Und das ist so, dass man auf der einen Seite ja vielleicht selber auch mit schon Berührungspunkte hat, auf der anderen Seite man auch immer wieder das hört, wenn man in andere Religionen reinschaut, dass sie irgendwie etwas mit Gebet zu tun haben. Meinem Volk im Folgenden ein paar Beispiele, gerade weil ja, Religionen sich sehr stark durch unterschiedliche Gebetshäuser auszeichnen. Wie wir zum Beispiel an dieser Stelle sehen, ein buddhistisches Zentrum in Hannover, ein klassisches Haus dafür, wo sich Buddhisten zum Chanten oder auch Beten treffen. Ein etwas anderes Haus haben wir hier, nämlich das sogenannte Bethaus, was in russlanddeutschen christlichen Kreisen bekannt ist. Sie nennen das Bethaus, weil man sich dort unter anderem zum Beten trifft. Das ist einfach deren Tradition, die Bezeichnung. Und so können wir fortfahren. Wir haben viele andere Beispiele, wie zum Beispiel hier ein Gebetshaus aus dem katholischen Hintergrund, charismatischem Hintergrund, das Gebetshaus in Augsburg, wieder ein Gebetshaus. Wir haben nochmal weitere Häuser. Was haben wir noch so? Hier zum Beispiel in Köln eine große Moschee. Das ist die DİTİB-Moschee, eine der größten Moscheen, wenn ich richtig informiert bin, die wir hier in Deutschland haben, wo sich die Muslime zum Beten treffen und das auch als Gebetshaus sehen. Wir könnten jetzt noch viele andere anfügen, aber wer damit noch nicht genug hat, der findet in Berlin noch etwas anderes, recht Sonderbares, nämlich das sogenannte House of One, dessen Spatenstoß wohl schon begonnen hat und das bis 2021 fertiggestellt werden soll auf dem Petriplatz in Berlin-Mitte. Und das soll ein Synkretismus, also ein Zusammenschluss von sämtlichen Religionen, vor allem jetzt die drei großen Religionen, Islam, Christentum, Judentum sein, wo sie sich zum Beten treffen können, nach dem Motto, einfach ein Haus, wo sind die Probleme? Geht das? Kann man das? Wir haben jetzt ein paar Gebetshäuser gesehen. Was hat es mit dem Gebet auf sich? Das gibt es überall, aber was ist Gebet? Und an dieser Stelle sei schon mal gesagt, dass so ein Synkretismus nicht die Absicht ist von dem, was der Gott der Bibel mit Gebet beabsichtigt und uns gegeben hat mit dieser Gabe. Und als bekennende Christen wollen wir uns damit jetzt einmal auseinandersetzen. Was ist das Gebet? Und was können wir praktisch für unser persönliches Leben rausnehmen lernen? Und da steigen wir jetzt einfach mal rein, direkt ein. Es ist so, ich möchte eigentlich heute Abend mit euch gerne ein weiteres Gebetshaus bauen. Aber keine Sorge, es ist kein Haus, was irgendwie aus Stein besteht. Nein, gar nicht. Das war ursprünglich auch gar nicht Gottes Absicht, einfach nur ein Gebetshaus zu haben. Sondern wenn wir zum Beispiel in einer Bibelstelle im Neuen Testament nachlesen, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19, da lesen wir davon, dass diejenigen, die an Jesus Christus glauben, eigentlich wie ein Tempel sind, also ihr Leib, ihr Körper, ihr Leben. Und wenn wir das an viele andere Stellen parallel legen, merken wir, dass Gott eigentlich lebendige Gebetshäuser möchte. Und was genau das auf sich hat, dem gehen wir jetzt einmal im Folgenden nach. Und da basteln wir jetzt an einem Gebetshaus. Und wenn wir schon an einem Haus bauen, möchte ich euch mal kurz meine Nachbarschaft mit reinnehmen. Bei mir in der Nähe, wo ich wohne, wurde gebaut und ein typischer Fortgang beim Bauen ist erstmal einen kräftigen Grundlegen. Also wie man hier zum Beispiel sieht, man macht recht viel Schutt erstmal weg, muss dann tief bauen, einen guten Keller zu haben. Und der nächste Schritt ist dann hierher zu gehen und zu sagen, okay, das Haus ist jetzt fast fertig, wir ziehen die Wände hoch und kommt ein Dach drauf und dann kann man rausschauen. Genau diese Schritte möchten wir heute Abend in dem Thema, wenn wir uns mit beschäftigen, was ist Gebet, auch tun, nämlich untersuchen, aha, wir brauchen erstmal einen Grund. Und bei dem Grund müssen wir erstmal den ganzen Schutt weglegen, was sich alles unter Gebet beisellt, was gar nicht Gebet ist. Deshalb fragen wir im ersten Punkt einmal, was Gebet nicht ist. Wir gehen dann weiter, ziehen dann Wände hoch, errichten das Haus und damit verbunden auch ein Dach. Und im Hochziehen dieser Wände und dem Dach gehen wir dieser Frage weiter nach, in diesem Fundament, was genau ist Gebet? Also einmal, was ist es nicht? Zweitens, was ist es? Und das Dritte, was folgt darauf? Klar, wir genießen die Aussicht, nämlich wir möchten uns fragen, was vermag das Gebet? Und dieser Frage werden wir dann im letzten Schritt einmal noch nachgehen. Und da möchte ich euch heute mit einladen. Und wenn wir uns jetzt mit diesem Hausbau beschäftigen, diesem Gebetshausbau, brauchen wir eine Anleitung zu. Und wer hätte es gedacht, ja, es ist ein Buch, es ist nicht nur ein Buch, es ist das Buch, die Bibel. Und wir als Christen glauben daran, weil es Gottes Wort ist, nicht einfach nur enthält, es ist Gottes Wort.
Und wir finden zum Beispiel in diesen beiden Stellen, Sprüche 30, Vers 5, wie darüber geschrieben steht, alle Reden Gottes sind geläutert und es ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Weiter noch, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Psalm 119, Vers 160. Und das ist eine sowas von feste Zusage, die eigentlich unmissverständlich ist. Dass Gottes Wort beansprucht, Wahrheit zu sein, für uns heute inmitten einer postmodernen Welt und genau da uns heute Orientierung geben möchte, inmitten dieses Blumenstrauß von Gebet, was genau Gebet ist. Bleib weiter dran und schau mit mir an, was die Bibel dazu sagt. Zu mir sprach einmal eine Katholikin, die von Beruf her Medizinerin ist, und sagte, ja, weißt du, wissenschaftliche Studien belegen ja doch schon, dass das Gebet eine enorme Auswirkung hat, egal welche Religion man untersucht, man merkt einfach, wie der Mensch zur Ruhe kommt. Und ja, dass es doch nützlich sei. Und ich denke, an dieser Stelle müssen wir mit den Aufräumarbeiten anfangen, bevor wir das Haus bauen, indem wir weiter darüber sprechen, was Gebet nicht ist. Und da habe ich drei Punkte als Vorlage und wir fangen mit der ersten an, indem wir feststellen, dass Gebet keine Meditationstechnik ist. Gebet ist keine Meditationstechnik. In einem direkten Umfeld, wo ich arbeite, im Klinikumfeld, als ich begonnen habe, habe ich festgestellt, dass relativ viele dort in einem sogenannten Yoga-Hype stecken und das dort sehr weit verbreitet war und viele Arbeitskollegen Yogakurse oder auch daran teilgenommen haben, teilweise sogar auch selber angeboten haben, weil sie da wohl Ausbildungen drin gemacht haben. Und so habe ich auch in meinem Team einen Buddhisten, der da auch sehr sich gut auskennt und sehr schon lange auch drin ist. Und wie er sagt, auch meditiert bzw. chantet. Und da sagt er einmal, ja, das ist doch dasselbe, was ihr auch habt, ihr Christen, als Gebet. Und ich denke, da müssen wir anfangen und sagen, ist das so? Ist das wirklich so? Der Buddhismus als Beispiel versteht unter seinem Meditieren, dass das Individuum immer mehr in einen passiven Zustand gerät und dass damit verbunden es sich ja in seinem Gegenüber eigentlich aufgeht, beispielsweise Buddha und den Buddha in sich erkennt und das eigene Ego fördert, sie sprechen von Heilen und indem der Buddhist eben durch dieses Meditieren sich um sein Ego kümmert, bestimmt er es selbst und lässt es nicht von anderen bestimmen. Kurz gesagt, das Ziel der Meditation im Buddhismus ist Passivität und Selbstfindung, was wir unter dem Begriff Egoismus eher verstehen würden. Und das ist definitiv weder das, was die Bibel empfiehlt, noch was Gebet im Eigentlichen dann auch ist und was man darunter versteht. Und es ist egal, ob man bei dieser Meditation jetzt von dieser buddhistischen Sichtweise kommt oder auf der anderen Seite das Ganze eher in ein charismatisches Gewand kleidet. Wenn man zum Beispiel Klassiker, die Hillsong-Lieder hernimmt und die Refrains sich einmal anschaut, sieht, wie häufig die Wiederholungen bis ins Unendliche gehen, man sich immer mehr reinsteigert und die Musik mit aufbauscht, man ganz in eine Ekstase geht, das ist auch eine Art von Meditation. Und so ist es interessant festzustellen, dass der Charismatiker Katholik Johannes Hartl aus Augsburg mit seinem Gebetshaus ja doch auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und zum einen das Gebet sehr intensiv erfolgt, was ja an sich eine nette Sache ist. Aber wenn wir etwas näher mal schauen, stellen wir fest, was er da wirklich unter Gebet mit versteht. Und er sagt zum Beispiel in seinem Buch Einfach Gebet in Kapitel 5, er rät zu meditativen Atemübungen. Und damit verbunden haben wir eigentlich ein christianisiertes Prinzip aus dem Buddhismus. Und darüber hinaus empfiehlt er auch klassische Praktiken der katholischen Mystik, das Dauergebet von dem ständig wiederholenden Jesu-Gebet und er rät auch zum Rosenkranz-Beten, das ein Gebet auch mit ist, was in Verbindung mit Maria steht. Und wenn wir das näher untersuchen, müssen wir feststellen, dass das nicht das ist, was die Bibel unter Gebet versteht. Wir finden zum Beispiel im Neuen Testament in Matthäus 26 diesen Vers, wo Jesus seinen Jüngern sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Immer wieder finden wir das im Neuen Testament, dass wir nüchtern sein sollen, dass wir wachen sollen, dass wir aufpassen sollen und dass wir uns im Gebet an Gott wenden sollen. Und wenn wir das jetzt einmal erstmal so benannt haben, dass das Gebet keine Meditationstechnik ist, dann können wir zum nächsten Berg gehen, den wir aus dem Weg schaffen wollen,
Nämlich Gebet ist kein sinnloser Monolog oder kurz gesagt kein Geplapper, kein Selbstgespräch. Und wenn wir beten, dann beten wir mit normalen Worten zu Gott. Das einfache Nachplappern des Gebetes ist nicht das, was die Bibel unter Gebet versteht. Man findet das neben den charismatischen Kreisen, ja übrigens auch im Islam, bei Muslimen oder auch bei Juden und teilweise auch bei Christen, wo sie einfach nur ein Gebet auswendig lernen und runterplappern. Und im Islam ist es häufig so, dass sie nicht mal den Text verstehen, im Katholizismus auch so, dass dann irgendetwas Lateinisches daher gesprochen wird. Man versteht gar nicht, was man dahinter sagt. Die Bibel warnt genau von dieser Art. Und so sagte Jesus einmal in Matthäus 6, Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Wir sollen nicht einfach nur dahin plappern, sondern wir sollen es mit dem Herzen tun, wie wir noch feststellen werden. Und es ist interessant, dass 1. Korinther 14, wo Paulus sehr viel korrigieren muss in dieser Gemeinde, in einer Sache einmal feststellt, ich bete mit dem Geist, will aber auch mit dem Verstand beten. Diese Verbindung Geist und Verstand, dass wir nüchtern sind und dass wir verständige Worte zu Gott sprechen. Und von diesem Punkt her finden wir auch nochmal ein Negativbeispiel im Neuen Testament, dass das auch nochmal vor Augen stellt, dass es kein irgendwie Monolog sein soll. Und zwar ist in Lukas 18 eine interessante Stelle, wo der Pharisäer dem Zöllner gegenübergestellt wird. Der Zöllner ein kurzes und knackiges Gebet da bringt, ein Sündenbekenntnis. Aber der Pharisäer stellt sich hin und das heißt es hier, dass er bei sich selbst so betet: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Abgesehen von dem Inhalt des Gebets, was daneben ist, ist auch seine Haltung falsch. Und zwar im Englischen kommt das sehr schön raus bei der NASV-Übersetzung, die übersetzt diesen Teil am Anfang: The Pharisee stood and was praying this to himself. Also er betete das quasi zu sich selbst, er sprach zu sich selbst. Hier steht bei sich selbst. Und ich denke, das hat das schon ganz gut getroffen, weil wir hier nicht einfach einen Monolog haben, wo wir mit uns selbst sprechen, sondern wir sprechen mit dem lebendigen Gott, der hört. Und es gibt einen weiteren Vers, der uns warnt, dass wenn wir Gott im Gebet begegnen, dass wir dem heiligen Gott begegnen im Gebet. Und schau mal, was Gott an dieser Stelle uns durch sein Wort mitteilt. Er sagt in Prediger 5, Vers 1, übereile dich nicht mit deinem Mund und lass dein Herz keine unbesonnene Worte vor Gott aussprechen, denn Gott ist im Himmel und du bist auf der Erde, darum sollst du nicht viele Worte machen. Oha. Wir sollen besondere Worte vor Gott bringen und wir sollen uns bewusst machen, mit wem wir es zu tun haben. Mit Gott. Mit einem heiligen Gott. Und damit verbunden kommen wir schon zum dritten Drachen, den wir erlegen müssen. Bevor wir dann die ersten Gebetswände ziehen. Wir wollen weiter aufräumen und klären, was Gebet nicht ist. Gebet ist kein kalter Mechanismus, ist kein Wunschautomat. Und bei diesem Punkt wurde ich erinnert an eine Begebenheit aus meiner Kindheit. Ich kann mich gut erinnern, dass ich früher auf dem Weg in die Stadt zur Schule an zwei besonderen Kaugummiautomaten vorbeigekommen bin. Und die haben mich immer verdächtig stark angezogen. Dort gab es dann eben einen kleinen Automat, wenn ich mich recht erinnere, und einen großen Automat. Das kleine Geld in den kleinen, das große in den großen. Und diese beiden Automaten haben dann entsprechend auch geliefert. Und ich muss gestehen, dass der kleine Daniel damals Stammkunde war. Das Schreckliche war allerdings, wenn das Geld eingelegt wurde, aber kein Erzeugnis geliefert wurde. Der Automat war dann entweder leer oder defekt. Viele Menschen gehen mit Gott genauso um, wie ich einst mit diesem Kaugummi-Automaten. Oben Wunschpfennig in Form des Gebets rein, unten dann das Präsent heraus in Form des Gebetserfüllung und dann geht es schon wieder weiter. Aber wehe, der Mechanismus funktioniert nicht mehr. Dann muss irgendetwas nicht stimmen mit diesem Automaten und die Wut und Enttäuschung ist groß. Jakobus im Neuen Testament hatte es auch mit solchen sogenannten Automaten-Gangstern zu tun und hatte ganz offenen Umgang mit ihnen und hat es auch ganz klar bekannt. Schau einmal hier, finden wir in Jakobus 4 eine Stelle, wo er den Leuten in der Gemeinde vorwirft und sagt: Hey, ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet,
müssen euren Lüsten zuvergeuden. Was Jakobus hier sagt, ist, dass Gott die Absicht sieht. Und dass bei den Menschen, die er damals so konfrontiert, dass das bei denen ähnlich war wie beim Kaugummi-Automaten. Sie kamen hin und haben es in der falschen Absicht getan, das Gebet vorgebracht, und deshalb hat Gott auch nicht erhört. Und haben gedacht, Gott liefert morgen, aber im Gegensatz zu Amazon Prime blieb die bestellte Lieferung aus. Darüber hatten sie sich geärgert, und deshalb muss er sie hier hart an die Brust nehmen und sagen: Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr betet, wenn ihr betet kaum, und wenn ihr betet, dann betet ihr in der falschen Absicht. Und Jakobus nennt diese falsche Haltung begehrlich werden. Sie lebten also in einer Art Götzendienst und nicht dem lebendigen Gott. Und pflegten ihr eigenes Ego. Es gibt nichts Schlimmeres und nichts Widerliches, was sich Gott wahrscheinlich vorstellen kann oder wünschen kann, als dass jemand ein selbstsüchtiges Gebet spricht, um nur seine eigenen Lüste zu erfüllen. Gott mit Wünschen bombardiert: Ich wünsche mir zu Weihnachten ein Fernsehen, ich wünsche mir ein neues Auto, gib mir das bitte sofort und gleich. Und damit in Verbindung natürlich auch noch in einem Streit mit anderen steht. Und genau das ist das, was Jakobus hier anspricht. Und Jakobus führt uns an dieser Stelle zu einem Propheten noch im Alten Testament, nämlich Jesaja. Jesaja sagt in Jesaja 1,15 nochmal eine Absicht derer, die er im Alten Testament adressiert, wenn er sagt: Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, so spricht Gott durch den Propheten Jesaja, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, viele Worte macht, höre ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Da war Hass gewesen. Und das hat sie getrennt. Das war dieser Schutthaufen, der dem Gebetshaus im Weg stand. Sie haben viel gebetet, sie haben viel gesprochen, aber es kam zu keiner Erfüllung. Und so gibt es gewisse Dinge in unserem Leben, die wir aus dem Weg schaffen müssen, die Gott im Weg stehen, mit uns zu seinem Ziel zu kommen. Und nachdem wir jetzt diesen Grund des Bauplatzes erstmal ein bisschen geklärt haben, mit dem, was Gebet nicht ist, was Gebet auch im Weg steht, möchte ich mit euch weitergehen, um ein paar Gebetswände hochzuziehen, indem wir uns einmal anschauen, nachdem wir gesehen haben, was Gebet nicht ist, was Gebet ist. Bei einem Hausbau muss man manchmal recht weite Strecken zurücklegen und entsprechend wichtige oder kostbare Materialien zu bekommen oder Technik zu bekommen. Und ganz ähnlich müssen wir jetzt auch ein Stückchen Zeit zurücklegen, um uns einmal mit zu beschäftigen, was Gebet ist. Es war zu einer Zeit, als Gott die Welt geschaffen hat und als eigentlich noch es keine Unfälle gab, noch keine Naturkatastrophen, Krankheiten, kein Tod, kein Streit, war alles perfekt. Und der Mensch lebte in einem reinen Frieden mit Gott. Irgendwann war es dann dem Menschen nicht genug. Er hatte alles, aber obwohl er alles hatte, war es ihm nicht genug. Er wollte mehr, und deshalb verlor er so ziemlich alles. Der Mensch nabelte sich von seinem Schöpfer ab, von der Quelle des Lebens. Und was darauf folgte, das war genau das, was wir heute tagtäglich sehen. In den Zeitungen, was wir finden an Leid, an Konflikt, an Not und damit verbunden ja doch auch Streit. Und das ist das eigentlich, was die Bibel auch mit als Sünde bezeichnet. Aber genau zu dieser Zeit finden wir folgende Stelle geschrieben, nämlich in 1. Mose Kapitel 4, Vers 26. Damals, zu dieser Zeit, fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Und das ist ein Ausdruck des Gebets, eigentlich so ziemlich die erste Stelle. Und was wir dort finden, ist eine Definition des Gebets. Es ist den Namen des Herrn anrufen. Es ist ein Aktiv, es ist nicht passiv, es ist ein Aktiv. Der Rufende ist der Mensch, er ruft zu Gott, und Gott ist der Hörende, der Adressat. Stellt euch einmal vor, ein Gespräch mit dem lebendigen Gott, mit dem Schöpfer des Universums. Es gab einmal einen Christen, der einen amerikanischen Präsident besucht hat, und er kam dann zurück, und dann kamen seine Freunde zu ihm und sagten: Mensch, du hast heute den Präsident gesehen. Sie priesen ihn darüber, und er sagte darauf nur: Es ist noch gar nichts. Wenn ihr wüsstet, ich hatte heute Morgen eine Gebetsaudienz mit dem lebendigen Gott. Und genau darum geht es. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir festhalten wollen, was Gebet ist. Gebet ist zum einen ein Vorrecht. Da mag es jetzt den einen oder anderen Hörer geben, der sagt: Moment mal, ich glaube gar nicht, dass es Gott gibt. Warum sollte ich mit ihm reden? Und dann warum auch als Vorrecht das sehen? Da muss ich an dieser Stelle entgegenhalten: Gott gibt es sehr wohl.
weil er sich in Jesus Christus uns Menschen gezeigt hat. Nicht wahr? Da können ja auch Menschen aufstehen und sagen, ja, weißt du was, den Daniel Klein, den gibt es eigentlich gar nicht. Aber wenn ich ihm dann mit meinem Personalausweis auf die Bude rücke, dann kann und darf er das nicht mehr sagen, weil er gesehen hat, dass es mich gibt. Und genauso können wir auch sagen, oder müssen wir auch sagen, ist Gott uns Menschen auf die Bude wörtlich, förmlich auch aufgerückt. Und deshalb ist seitdem Jesus Christus gekommen ist, Gottesleugnung, um es mal mit den Worten Wilhelm Busch zu sagen, Dummheit oder Unwissenheit. Wenn wir zu diesem Gott im Gebet rufen, haben wir es mit dem Schöpfer des Himmels zu tun, der den Himmel und die Erde geschaffen hat. Und deshalb ist es ein Vorrecht, dass wir mit ihm sprechen können. Wir finden in der Bibel da jetzt zwei Linien. Zum einen gibt es Menschen, die fliehen ihr ganzes Leben davon, diesem Gott, werden am Ende dann sowieso einmal vor ihm stehen nach ihrem Tod und suchen sich Ersatzgötter, solange es geht, wo sie ihr Vertrauen draufsetzen, wo sie viel Zeit und auch Geld und was auch immer investieren, aber sie rennen weg von Gott und verehren andere Dinge. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Menschen, die sich bewusst dieser Gemeinschaft mit Gott aussetzen und die bereit sind, sich ihr Leben in sein Licht zu stellen und sich von ihm prägen zu lassen. Und erkennen damit verbunden, dass Gott in ihre Dunkelheit hineinleuchtet, dass er aufdeckt, was Lüge ist und zeigt ihnen die Wahrheit, dass Gott ihnen dann auch zeigt, was richtig und was falsch ist und auch einen ganz neuen Blick für das Gebet gibt, was das Gebet überhaupt ist. Die einen freuen sich darüber, die anderen lehnen das ab. Und dieses ablehnende Verhalten, gerade gegenüber Gebet, das finden wir in dem Alten Testament in einer sehr interessanten Geschichte beschrieben. Was das einfach ein Bild nochmal schön darstellt, nämlich von der Geschichte von Josef. Wir lesen von Josef, ein Mann im Alten Testament, 1. Mose 37. Er war von Gott erwählt, er war gesegnet. Und seine Brüder hassten ihn genau deshalb. Und weil sie ihn hassten, schauen wir, was hier steht. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Sie konnten nicht mehr mit ihm sprechen vor Hass. Weißt du, bei vielen Menschen ist das heute auch so. Sie können nicht mit Gott sprechen vor Hass, weil sie nicht wissen, was sie überhaupt vor ihm haben, wer er überhaupt ist, wer sie überhaupt sind und was er ihnen geben kann. Und das ist eine große Not in unserer Zeit. Und deshalb gibt es bei vielen auch eine Ablehnung generell gegen das Gebet. Und wir finden im Neuen Testament eine Stelle, wo diese Gemeinschaft mit Gott einmal nochmal beschrieben wird, was daraus entwächst. Und Jesus sagt, dass wir die Wahrheit erkennen werden und die Wahrheit wird uns frei machen. Weißt du, das gilt auch für das Gebet, dass Gott dir die Wahrheit zeigen möchte. Aber da muss man sich auch dem Licht aussetzen und sich mit konfrontieren lassen. Das Gebet ist keine religiöse Pflicht, die erfüllt werden muss, um sich irgendwie einen Platz im Himmel warm zu halten. Nein, das ist es nicht, ganz gewiss nicht. Es ist keine Qual, die so schnell wie möglich hinter sich gebracht werden muss. Nein, auch nicht. Weißt du, das Gebet ist eine Quelle und kein Qual. Das Gebet ist weiterhin eine reale Verbindung und nicht irgendwie eine rituelle Verpflichtung. Und weiter ist es auch ein feines Vorrecht und nicht irgendwie ein fauler Vorwand. Und weil es das Gespräch mit dem lebendigen Gott ist, der die Welt erschaffen hat und Interesse an deinem Leben hat, es ist ein Vorrecht, dass wir mit ihm sprechen dürfen. John Bunyan sagt einmal, der Puritaner, wer vor Gott am Morgen flieht, wird ihn kaum im Laufe des Tages finden. Deshalb lohnt es sich in deinem Alltag, in deinem Lebenslauf, in deiner Routine, Zeit zu reservieren, Zeit mit Gott, Zeit zum Gebet. Da gibt es dann keine Warteschleife oder bitte warten, ihr Anruf wird gehalten. Du musst da nicht auf einen AB sprechen oder irgendeinen Vertreter aufsuchen. Nein, wir können mit Gott sprechen direkt. Möge uns das wirklich Gott auch helfen zu verstehen, dass es ein Privileg ist, dass wir diesen vertrauten Umgang mit Gott haben können. Und so ist es, dass Johannes 8 sich auch erfüllt, dass Gott uns damit verbunden auch verändert. Und Gebet kann man jetzt in unterschiedlichen Kategorien einordnen. Eine ganz zentrale Abteilung davon ist die Anbetung. Dass Gott anbetungswürdig ist, deshalb, weil er Gott ist, allein schon deshalb ist er anbetungswürdig. Aber weiter, weil er die Welt erschaffen hat, weil er uns täglich versorgt, weil er uns Bewahrung schenkt und weil er uns Errettung anbietet. Und nachdem wir den Bauplatz gerichtet haben, jetzt bereits schon mal ein paar Wände hochgezogen haben, müssen wir nochmal einen Schritt weitergehen.
und müssen uns mit dem Zugang beschäftigen. Nicht wahr? Jedes Haus braucht auch eine Tür. Wäre doch schade drum. Was nützt dir das schönste Haus, wenn du es nur von außen sehen kannst? Du brauchst einen Zugang. Und der Eingang zum Gebet, den finden wir in Jesus Christus. Der Eingang zum Gebet ist nicht deine Kirche. Ist nicht irgendwie ein geistlicher Papst, Pastor oder Pfarrer. Jesus Christus ist dieser Eingang. Und der Jesus selbst verschafft uns diesen Zugang. Und deshalb brauchen wir einen Vermittler. Gebet braucht einen Vermittler. Etwas, das das echte Christentum von allen menschlich gemachten Religionen unterscheidet, betrifft die Person Jesu. Wenn man im Alten Testament nach dem Sündenfall mit Gott Gemeinschaft haben wollte, dann ging das nur über einen Weg. Über den Tempel, über die Stiftshütte, über Opfer. Und man fragt sich, was haben Opfer damit bitte zu tun? Adam und Eva wurden ja ohne Kleidung geschaffen und das war für sie damals kein Problem. Kleidung kam erst auf den Tisch mit dem Sündenfall, sie sich schämten. Gott ergriff dann die Initiative und machte ihnen Felle. Er machte ihnen Felle und er zeigte ihnen damit verbunden etwas sehr Essentielles. 1. Mose 3,21, Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und wenn wir hier Fell lesen, dann meint das wirklich das Fell von Tier. Das heißt, das war damals der Zeitpunkt, wo das erste Opfer gebracht wurde. Gott brachte es da. Und zeigte damit verbunden, wie man auch in den nächsten Kapiteln lesen kann, wie sich der Mensch Gott nahen soll. Wie er sich überhaupt Gott nahen kann, auf welche Art und Weise Gott das akzeptiert. Und das war das erste Opfer, von dem die Bibel berichtet hier. Und es brachte zum Ausdruck, dass Rebellion gegen den lebendigen Gott bestraft werden muss und eigentlich den Tod verdient. Aber dass Gott aus seiner Gnade für eine Stellvertretung sorgt, etwas Unschuldiges darbringt. Und weißt du, das hebräische Wort für Opfer, Korban, kommt von einer Wurzel, die so viel bedeutet wie sich etwas nahen. Die Priester kamen zu Gott, um sowohl morgens als auch abends dann Opfer darzubringen. Und guck mal, was es da heißt. 2. Mose 29. Das ist aber, was du auf dem Altar opfern sollst. 2 einjährige Lämmer sollst du beständig darauf opfern, Tag für Tag. Das eine Lamm sollst du am Morgen opfern, das andere Lamm sollst du zur Abendzeit opfern. Das muss man sich mal vorstellen, Tag für Tag, diese Opfer. Und diese Priester waren damit verbunden, nahe Bringer, weil sie durch diese Opfer das Volk zu Gott brachten. Daher wurde dann später auch die Vorform des Tempels Feld der Begegnung genannt, weil man dort Gott sozusagen antraf. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Wenn ein Priester ein Opfer darbrachte, kam er als Sünder auf der Basis von unschuldigen, vergossenem Blut zu Gott. Und wusste, dass es nicht seine Werke gewesen sind, nicht seine Religiosität irgendwie ihn vor Gott akzeptabel machen könnte. Der Priester kam auf der Basis dessen, dass da jemand anders sein Leben für ihn gelassen hat. Und diese Ankündigung zieht sich durch das ganze Alte Testament. Weißt du, bekannterweise haben die Christen heute keine Opfer mehr. Die bringen keine Opfer mehr da. Die Juden würden Opfer da bringen, wenn sie den Tempel hätten. Hundertprozentig. Die bereiten sich schon darauf vor. Im Islam gibt es heute noch Opfer. Ja, selbst im Katholizismus wird bei ihren Messen jedes Mal ein Opfer dargebracht. Aber warum haben Protestanten, warum haben Christen keine Opfer? Die Antwort finden wir im Neuen Testament in den Worten, die Johannes der Täufer spricht, als er Jesus das erste Mal sieht. Und wir denken nochmal an die vielen Anzahl von Opfern, die im Alten Testament gebracht wurden und plötzlich dahin mündeten. Und guck, was er hier sagt, wir lesen. Wir lassen vorhin davon, 2. Mose, morgens und abends wurde ein Lamm geopfert. Und hier steht, Johannes benutzt diesen Begriff und sagt, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und er zeigt auf Jesus Christus, als er als der Messias kam. Und Gott hat Jesus Christus als Vermittler zwischen diese Kriegsfronten geschickt, die aufgrund der Sünde nicht miteinander auskommen können, beziehungsweise wenn der Mensch zu Gott kommt, dann muss er eigentlich sterben. Und diesen einen Mittler hat Gott geschickt und Achtung, es ist nicht Buddha, es ist nicht Maria, es ist nicht ein Papst, es ist Jesus Christus, der uns als Mittler gegeben ist. Und genau davon spricht auch 1. Timotheus 2, wenn es heißt, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus. Und so hat Jesus am Kreuz sein Leben gelassen.
um uns mit Gott wieder verbinden zu können. Darauf haben die ganzen Opfer hingezielt, um uns Gott nahe zu bringen. Und daran knüpft auch Jesus einmal an, als er in Johannes 16 von der folgenden Verheißung spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten, bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Das ist doch interessant. Und darf ich vorstellen, hier haben wir die Tür zum Haus. In Jesus, in seinem Namen beten, verschafft uns Gehör bei Gott. Beten heißt, wegen Jesus mit Gott sprechen dürfen. Und zwei Dinge muss ich an diesem Vers und von hier ausgehend über das Gebet deutlich machen, was Gebet ist. Und das ist zum einen die schlechte Nachricht, die dieser Vers uns gibt. Dieser Vers sagt uns, wenn wir zu Gott kommen, dann kommen wir nicht in unserem eigenen Namen. Aber Moment mal, das ist doch komisch. Warum eigentlich nicht? Wenn ich hier jetzt irgendwie zum Rathaus gehe, dann gebe ich auch meinen Personalausweis, zeige ich vor und melde meinen Wohnsitz um. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel kontrolliert werde in der Bahn und meine Fahrkarte vorzeige, da steht ja dann auch mein Name drauf. Das ist komisch, richtig. Und das ist auch die schlechte Botschaft im Ganzen. Es gibt nämlich ein Problem mit unserem Ausweis. Mit unserer Identität stimmt etwas nicht. Die Bibel sagt, dass jeder unter uns von Geburt an ein Schwerverbrecher ist. Es ist ein hartes Urteil, ich weiß, aber das ist das, was die Bibel uns zumutet in Wahrheit. Unser dickes Ich bäumt sich gegen den lebendigen Gott auf und ist so voll Hass, dass er von Natur aus dazu geneigt ist, Gott die Ehre zu rauben. Und so beginnt das schon in den jungen Jahren, wenn das sich alles um das Baby dreht, und das Baby schreit, um Anerkennung sucht. Das geht weiter, wenn man älter wird und das dicke Ich setzt sich fort bis in die kleinsten Ecken und Kreise. Und weißt du, man kann spargeldürr sein, aber doch ein dickes Ich haben in seinem Leben. Und wo Gott seinen Anspruch uns klar macht und sagt, ich bin der Herr, dein Gott, schieben wir dann unser dickes Ich vor und sagen, ich weiß selber genau, was besser ist und was recht ist. Das brauchst du mir nicht sagen, Gott. Und so sitzt das dicke Ich auf dem Thron. Und wenn jemand unter uns ist oder den Hörern jetzt gerade ist, der das dicke Ich in seinem Leben noch nicht kennt, dann möchte ich dich einladen dazu, dir mal kurz eine Pause hier zu machen und eine Bibel herzunehmen, die 10 Gebote aufzuschlagen, 2. Mose 20, und das einfach mal zu lesen und direkt danach in Matthäus 5 reingehen. Und dann in Matthäus 5 Gottes Anspruch zu lesen an dein Leben. Genau diese Gebote stellen unser dickes Ich uns vor Augen und zeigt, dass wir Gottes Platz eigentlich strittig machen durch unser Leben. Darin haben wir Gottes Anspruch und Maßstab an den Menschen, enthalten nämlich. Und dadurch merken wir an diesen Geboten, dass wir Menschen eigentlich gar nicht in die Gegenwart Gottes passen. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, dass wir eigentlich gottlos sind und dass wir Gottes Gebote mit den Füßen treten. Aber weißt du, jetzt sagt die Bibel uns an dieser Stelle Folgendes, dass wir, selbst wenn wir nur ein Gebot brechen, dass wir dann eine ganze Kette zerstören und damit in allen Geboten vor Gott schuldig werden. Und wenn wir in unserem Namen, mit unserem dicken Ich vor dem lebendigen Gott erscheinen, was haben wir dann zu erwarten? Sprüche 15, 29, der Herr ist fern von den Gottlosen, aber das Gebet der Gerechten erhört er. Von den Gottlosen ist Gott fern. Und der Gottlose wird hier im Gegensatz zu gerecht dargestellt. Also gottlos meint auch einfach ungerecht. Und wir haben eine ganz drastische und offene Analyse. Da legt Gott alle Karten auf den Tisch. In Römer 3, 10 bis 11 sagt er, es ist keiner gerecht. Das ist eine universelle Aussage, die für alle Menschen gilt, in allen Ländern, zu jeder Zeit. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Das ist Gottes Analyse. Und er fährt interessanterweise fort, nochmal im nächsten Vers dann zu sagen, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, wegen ihrem dicken Ich. Und das ist unsere Identität. Wir schleppen diesen Strafkatalog mit unserem Gepäck. Und deshalb herrscht eigentlich Kontaktverbot mit Gott. Und weißt du, da helfen dir deine besten Masken nichts. Da helfen dir die besten Masken, gestrickt aus guten Werken, nichts mehr. Wir dürfen eigentlich gar nicht in die Gegenwart Gottes. Und deshalb hört auch Gott unser Gebet nicht, weil wir ungehorsame Kinder sind.
und von einem ungehorsamen Kind wendet sich Gott ab. Aber nach dieser schlechten Nachricht muss ich dir jetzt eine gute Nachricht sagen. Wenn Gott sich von einem ungehorsamen Menschenkind abwendet, dann wendet er sich einem gehorsamen Kind zu. Und die Bibel spricht tatsächlich von einem einzigen Sohn, der komplett in Gottes Gehorsam gelebt hat. Er hat nie einen Fehler gemacht. Die Bibel sagt, dass es ihn einen gegeben hat, dass es ihn gibt. Und dass dieser eine Sohn einmal sagte, in Johannes Kapitel 8, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Er hat keine Antwort darauf bekommen. Er hat es den Pharisäern gesagt. Sie konnten ihm keiner Sünde zeihen. Er machte keine Fehler. Er erfüllte den Gebotskatalog Gottes bis ins Detail, ins Perfekte. Und auf diesen Mann muss doch eigentlich Gott jetzt hören. Und hier kommt jetzt der Casus Knaxus, also der springende Punkt. Am Ende seines Lebens wollten die Menschen diesen Sohn Gottes kreuzigen. Aufgrund von Neid, der hat ihn nicht ins Konzept gepasst, der hat ihn nicht in ihre religiöse Weltanschauung gepasst. Und so machten sie sich ran, ihn zu verraten, ihn preiszugeben. Und wir lesen, dass er dann im Garten Gethsemane sich mit seinen Jüngern zurückzog, am Tag, bevor er gekreuzigt wurde, und dass er zu Gott ruft, dass er betet, dass Gott ihn doch vor dem Kreuz bewahren möge, wenn es möglich ist. Sollte Gott auf so einen Braven wie ihn nicht hören? Wir stellen fest, dass Jesus gekreuzigt wurde und dass sich das ganze Gericht Gottes über Jesus ergossen hat, was eigentlich uns Menschen gegolten hat. Das heißt sogar, dass Jesus in seiner bittersten Stunde am Kreuz noch einmal auch zu Gott gebetet hat und auch eine Frage gestellt hat. Das heißt, dass er fragt, warum hast du das zugelassen? Warum, Vater? Hast du mich verlassen? Das ist der Wortlaut. Warum hast du mich verlassen? Würde dich das nicht interessieren, warum Gott darauf nicht geantwortet hat? Warum hört Gott nicht auf diesen so reinen, perfekten Sohn? Das ist doch eigentlich ungerecht. Und genau das ist es. Ja, es ist ungerecht. Es ist ungerecht, es sei denn, dass Jesus bereit war, seine Gebetserhörung zu verschenken. Lass mich ein anderes Wort nehmen. Es sei denn, dass Jesus bereit gewesen ist, seine Gebetserhörung zu vergeben. Weißt du, Jesus ist bereit zu vergeben im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so lesen wir von ihm auch, dass er zum einen behandelt wurde wie ein Gottloser, wie wir es eigentlich verdient hätten, aber dass auf der anderen Seite er den Platz am Kreuz eingenommen hat, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. An dieser Stelle kommt dieser Vers, wovon ich vorhin schon gesprochen habe. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27, Vers 46. Das ist eine Frage, die er am Kreuz stellt. Und wir können sie jetzt im Nachhinein beantworten. Warum? Wegen mir. Er hat es wegen mir getan. Er hat den Platz von mir eingenommen, damit Gott mein Gebet erhören kann. Und Jesus, der Gerechte, wurde von Gott verlassen, damit wir diese Gemeinschaft mit Gott haben können, damit wir antworten können wegen mir. Und Jesus, der Sinnlose, wurde von Gott nicht erhört, damit wir Erhörung finden können. Und heute steht dieses Angebot vom Kreuz an dich noch aus. Heute ist die Tür für dich noch offen in Jesus. Und damit der Zugang zu Gott, der Preis für den Zugang ist teuer erkauft. Er hat sein Blut gekostet. Aber er bietet es dir kostenlos an. Und Jesus ist mit seinem ganzen Leben zur göttlichen Bank gegangen, hat damit gezahlt und hat für unsere Schulden gebürgt. Und wenn du das glaubst, dann sagt dir die Schrift, dass der göttliche Gerichtsvollzieher an dir vorübergeht. Er kommt dann zum Sünderkampf, wo er einst einen Sünder fand. Und ja, da wohnte einst der Daniel und dann wollte er sich schon das Gericht zu vollstrecken. Aber da liest er dann, oh, an der Türklingel, da wohnt ja gar nicht mehr der Daniel. Da steht ja Jesus Christus. Der war ein guter Mann, an dem kann ich vorübergehen. Und genauso ist es auch, wenn du im Glauben zu Jesus kommst, dann bekommst du eine neue Identität. Dann sieht dich Gott in Jesus Christus. Und wenn du im Glauben erkennst und bekennst, dass du einer bist, der eigentlich die Ewigkeit in der Hölle verdient hat,
Aber Jesus dieses Gericht für dich am Kreuz auf sich genommen hat, dann kannst du im Namen Jesu zu Gott kommen und Erhörung finden, indem du im Namen Jesu bittest. Er hat das Opfer seines Sohnes anerkannt und ist 3 Tage später durch die Auferstehung aus den Toten bestätigt, dass jeder, der ihm glaubt, Rettung findet. Deshalb bietet die Schrift das jedem an, dass wir das ewige Leben in diesem Sohn bekommen können und damit verbunden den Zugang zu Gott. Denn Joel 3,5 sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dazu möchte ich dich einladen, den Namen des Herrn anzurufen, wenn du das noch nicht getan hast. Und damit verbunden haben wir einen weiteren Stützpunkt, was Gebet ist, woraus Gebet besteht. Einmal haben wir gesehen die Anbetung, aber auch wir haben jetzt auch nochmal gesehen, dass es auch ein Bekenntnis ist, was wir vor Gott bringen können. Sündenbekenntnis. Einmal, indem wir einfach unser Leben Gott hinlegen und ihm darlegen und darum bitten, dass er uns unsere Schuld vergibt um Jesu Willen. Aber auch, wo er uns Sünde bewusst macht, dass wir das immer wieder vor Gott bringen. Aber wissen, dass Jesus einmal dafür gezahlt hat, dass er uns die ganze Sünde vergibt, wenn wir im Namen Jesu zu ihm kommen. Und das meint jetzt nicht irgendwie einfach nur ein Sagen, ja Gott, weißt du, sorry, ich habe das jetzt schon wieder gemacht, sondern das meint es wirklich eine Herzenshaltung zu haben, die vor Gott tritt und das bereut, was geschehen ist. Dann vergibt uns Gott und dann reinigt er unsere Herzen. Das ist ein sehr markanter und wichtiger Baustein in unserem Gebetshaus. Und jetzt muss ich noch 2 weitere Wände uns vor Augen halten in Verbindung mit dem Dach. Nämlich, wir haben gesehen, Gebet ist ein Vorrecht, Gebet braucht einen Vermittler. Im nächsten Sinne, Gebet ist ein Herzensgespräch. Gebet ist ein Herzensgespräch. Vielleicht fragst du, was die richtige Gebetshaltung vor Gott ist. Da geht es dir vielleicht so wie dem Techniker vom Störungsdienst, der ein Telefon reparierte und er kommt da mal mit verbunden in eine Unterhaltung in einem Arbeitszimmer eines Pfarrers mit 2, 3 weiteren Geistlichen, die über die richtige Gebetshaltung sprechen. Und der eine meint, ja, im Knien lässt es sich doch am besten beten. Das wäre die richtige Haltung. Der nächste meint, nee, man müsste im Stehen beten. Dabei könnte man die Hände so aufheben, dass es Gott wirklich auch angenehm sein würde. Der dritte meinte wiederum, nein. Man müsste ganz auf das Angesicht sich vor Gott legen, denn es steht ja auch im Alten Testament, dass sie vor Gott lagen. Da mischte sich in diesem Moment der Fernmeldetechniker an und sagt, ach, wisst ihr, also ich habe am besten gebetet, als ich einmal mit dem Kopf nach unten an einem Telefonmast hing. Diese Anekdote soll uns vor Augen halten, dass Gottes Priorität nicht eine äußere Haltung ist, wenn es auch gottesfürchtige Gebetshaltung geben mag. Gottes Priorität ist, dass er unser Herz sieht. Und ich möchte dir 2 Stellen dazu sagen und zeigen, die klassisch dafür sind, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Auch im Gebet können wir es laut vor Gott aufsprechen, aber hört auch das nicht gesprochene Gebet im Herzen. Und es gibt eine weitere Stelle, die ich mir versucht habe, sehr früh zu merken, weil ich finde, dass auch eine sehr passende Stelle ist, auch ein Gebet, eine Bitte letztendlich auch. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein. Vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser, Psalm 19,15. Dass das Sinnen meines Herzens vor Gott angenehm ist, ist sein Wunsch gewesen. Dass die Worte des Mundes ihm angenehm sind. Und das möge auch unser Gebet täglich sein. Es kann ein Morgengebet sein, dieses Wort hier, eine Bitte an Gott, dass er uns das schenken möge und uns so seinem Sohn ähnlicher machen. Ja, man spricht auch davon, dass das Gebet das Atmen der Seele ist. Ohne Luft holen kann keiner unter uns lange überleben. Deshalb ist das Gebet nötig und brauchen wir es als alltägliche Routine in unserem Gebet, in unserem Leben. Und es gab einen Prediger, der sprach mal davon, Prayer is the soul in paraphrase. Also Gebet ist der Ausdruck der Seele paraphrasiert, weil wir einfach auf diese natürlichen Art und Weise mit Gott sprechen können und die Verheißung haben erhört. Und das Schöne ist im Neuen Testament, dass wir auch hören, dass wir Gott Vater nennen dürfen, wie zu einem Vater uns also verhalten können und ihm so ansprechen dürfen. Das Letzte, was ich noch nennen möchte, ist, was das Gebet auch noch kennzeichnet. Das Gebet ist ein Vorrecht. Gebet braucht einen Vermittler. Gebet ist ein Herzensgespräch. Gebet steht in Verbindung zur Bibel. Wer sein Ohr abwendet, sagt Sprüche 28, vom Hören auf das Gesetz, dessen Gebet sogar ist ein Groll. Deshalb mach es am besten so wie die Tauben.
Wenn Sie Wasser trinken, dann machen Sie den Schnabel ins Wasser, dann machen Sie das Köpfchen hoch, trinken Sie und dann geht's weiter. Also Kopf in die Bibel und dann Kopf nach oben zum Gebet. Und wir wissen, dass Gott unser Gebet hört, unabhängig von unserer Haltung, dass er in erster Linie auf die Herzenshaltung schaut. Und damit verbunden kommen wir jetzt zum letzten Punkt unseres Abends. Das Gebetshaus steht. Jetzt wollen wir natürlich den Ausblick genießen. Und damit verbunden kommen wir jetzt zum letzten Punkt, was das Gebet vermag. Was vermag das Gebet? Wir haben bereits den Bauplatz freigeräumt, wir haben die Wände hochgezogen, das Dach ist gedeckt. Und jetzt wollen wir doch einmal einziehen und auch die Aussicht genießen in diesem Gebetshaus. Dabei müssen wir jetzt eine ernüchternde Feststellung erstmal machen, und zwar eine Feststellung, die uns die Prophetin Hannah in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 9 gibt. Und dort steht, dass der Mensch eigentlich nichts vermag. Das ist eigentlich eine krasse Aussage, wenn wir das mal so hören. Es ist interessant, was der Mensch scheinbar alles vermag, was für große Gebäude er machen kann, was für Menschenansammlungen er zusammenbringen kann. Oh ja, und er kann forschen, was kann er da nicht alles? Er kann Kriege anfangen, er kann ins All rausfliegen und von dort aus auf die Erde schauen. Er kann sich große Städte aufbauen, große Namen machen, aber weißt du, was von dem wird er einmal mitnehmen, wenn er von dieser Erde geht? Wird er seine Erfahrung aus dem All mitnehmen? Wird ihm in der Ewigkeit was nützen? Wird er die Stadt, die er gebaut hat, mitnehmen können? Seinen herrlichen Namen? Das wird er nicht. Alles wird eines Tages mal vergehen, zu Staub oder zu nichts werden oder vergessen werden. Aber es gab einmal einen Engel, der die Maria im Neuen Testament besuchte. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass sich in dem Moment Maria gerade auch mit der Hanna mit diesem Gebet von 1. Samuel 2 beschäftigt hat, legen manche Ausleger nahe. Und da wird Folgendes zu ihr gesagt, dass nämlich Gott kein Ding unmöglich ist. Also wir sehen, der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Gott vermag alles. Wir fragen, was heißt das? Wie tut Gott Unmögliches durch ohnmächtige Menschen? Es gab einen schwachen Paulus inmitten seines Gefängnisses Zuversicht. Und deshalb schrieb er an die Philipper in Philipper Kapitel 4, Vers 13, ich vermag alles durch Christus. Das war diese Gewissheit durch Christus. Da haben wir wieder die Tür, die das Entscheidende ist. Der Schlüssel ist Jesus. Und Gott vermag viel durch unser Gebet, wenn wir uns durch Christus zu Gott wenden. Und so finden wir eine weitere Stelle in Jakobus 5, Vers 16. Und ich reihe die jetzt hier aneinander an, weil die so wunderbar zusammenpassen. In Jakobus 5, 16 steht, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten. Wenn wir gerecht gemacht sind in Jesus Christus, dann haben wir Zugang zu Gott. Und hier haben wir den dritten Aspekt über Gebet. Es ist das Bitten. Die Menschen, die Gott gebrauchte, um die Welt zu verändern, das waren in der Regel, ja, das waren große Gebetshäuser, wenn ich das mal so sagen darf. Das waren nicht irgendwie, ja, Häuserbauer vom Stand her Millionär oder vom Beruf her eben Manager. Es waren Beter. Beter auf zwei Beinen. Ein Christ ist ein lebendiges Gebetshaus Gottes, weil er ständig mit ihm im Kontakt steht. Und wenn wir einmal die folgenden Männer uns anschauen, dann merken wir, dass schon Luther wird zum Beispiel, über ihn wird einmal gesagt, dass er stundenlang im Gebet gewesen ist, obwohl er Unmengen an Arbeit gehabt hat. Was hat Gott durch diesen Mann nicht alles ausgerichtet und auch zum Guten bewirkt und anderem? Über den schottischen Reformator John Knox wird gesagt, dass eines Tages mal die Königin Mary, seine Erzfeindin quasi, also die ihn umbringen wollte, Bloody Mary, sagte, ich fürchte seine Gebete mehr als die Armeen der Feinde. Ich fürchte seine Gebete mehr als die Armeen der Feinde. Was für eine Kraft hat Gebet? Und so war John Knox auch ein Beter. Aber ein weiteres Beispiel ist Martin Lloyd-Jones, dort Martin Lloyd-Jones, der große Arzt aus England des letzten Jahrhunderts. Er war ein bekannter Prediger, ein bekannter Evangelist, hat viele Menschen erreicht durch seine Predigten und verändert. Aber seine Frau hat über ihn gesagt, bevor er Evangelist war, war er ein Beter.
Was für eine Charakterisierung, weil er die Nähe zu Gott im Gebet sucht. Und deshalb empfehle ich dir, sei bei all deiner täglichen Arbeit nicht so beschäftigt, dass du keine Kraft oder Zeit mehr für Gebet hast. Gebet ist keine Meditation, Gebet braucht Kraft. Ja, wir kriegen auch neue Kraft, aber Gebet braucht auch Kraft. Und es kommt nicht auf die Länge drauf an, aber Gott schaut auf das Herz. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns dafür einen Zeitrahmen auch im Tag einordnen können. Und um die Tragweite des Gebets einmal auch zu kennen, müssen wir uns natürlich mit der Bibel zu beschäftigen, auch verstehen, was Gottes Wille ist, warum wir beten sollen, was er möchte. Und da gibt es eine klassische Stelle, und ich möchte das einfach nochmal ganz kurz an dieser Grafik darstellen. Wir haben jetzt die Anbetung gesehen, wir haben das Bekenntnis gesehen und ich möchte noch ganz kurz etwas zur Bitte sagen. Wir können vor Gott kommen mit all unseren Anliegen, persönlichen, auch von anderen. Aber es gibt einen Vers, der mich mal sehr bewegt hat im Hinblick auf den Fürbittedienst für andere beten. Das ist Hesekiel 22, Vers 30. Dort gesteht, dort sagt Gott, warum er ein Land zerstören musste. Israel. Er sagt, ich suchte unter ihnen einen Mann, unter Israel, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Er hat Gebethäuser gesucht, da waren keine. Waren äußerliche, waren da, aber keine innerlichen. Und das ist eine große Not. Können wir so für unsere Stadt, für unser Volk, kannst du so für dein Land beten und vor Gott in den Riss treten? Und lass mich das mal von der anderen Seite beleuchten an dieser Stelle, das Gebet. Und noch einen Schritt weiter gehen. Nur wenn wir bereit sind, oder nur wer bereit ist, seine Knie vor dem ewigen, lebendigen Gott zu beugen. Der wird dann auch bereit sein, nicht einen Kniefall vor weltlichen Herrschern zu machen und sich vor ihnen zu beugen. Denn er weiß, dass er Gott mehr gehorchen muss als den Menschen, wo diese ungehorsam gegen Gott und seine Gebote fordern. Als Stichpunkt möchte ich hier nur das Gottesdienstverbot antippen. Und das, ihr Lieben, ist einer der äußerst aktuellen Anwendungen des Gebets, dass wir uns vor Gott beugen, aber dass wir uns nicht vor falschen Forderungen von Menschen und Regenten beugen. Und wenn wir uns vor Gott mit aufrichtigem Herzen beugen, werden wir uns nicht vor anderen beugen, die es nicht verdienen. Was macht das mit dir, das Gebet? Wir haben jetzt einiges gesehen, einiges studiert. Was nimmst du davon mit? Der göttlichen Einladung, mit Gott Gemeinschaft zu haben, lädt Gott dich ein und sagt, ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, dort wo du bist. Hast du ein Gebetsleben? Bist du bereits ein lebendiges Gebetshaus Gottes? Und das Schöne dabei ist, dass wer das ist oder wer das werden möchte, darf mit dem lebendigen Gott rechnen, dass er uns hört, unsere Anliegen sieht. Und weißt du, er darf damit rechnen, dass Gott auch wirklich direkt handelt. Manchmal anders, als wir es uns wünschen, manchmal anders auch, als wir es sagen. Ich kenne einen Gereiften, der gesagt hat, einen gereiften Mann im Glauben, der gesagt hat, je älter ich werde, umso dankbar werde ich für das ein oder andere Gebet, was Gott nicht erhört hat. Gott sieht die lange Perspektive und handelt manchmal besser, als wir es erstmal denken, dass er handeln sollte. Und weißt du, wenn Gott dann dein Leben so prägt, auch durch das Gebet, dann kann das hineinreichen bis in deine letzte Stunde, womit ich schließen möchte. Hast du dir schon mal überlegt, was das Letzte sein wird, was über deine Lippen kommen wird, wenn du von dieser Erde scheidest? Im Normalfall ist es so, dass der sterbende Mensch im letzten Augenblick, je nachdem wie er natürlich stirbt, nochmal das Leben Revue passieren lässt. Was war gewesen? Und Bilanz zieht. Wie wird es bei dir sein? Werden es Worte sein, die unsere Zeit mit der Ewigkeit verbinden? Und von dieser lebendigen Gemeinschaft mit Gott zeugen? Oder ist es so, wie bei diesen Herrschern, zum Beispiel Kaiser Augustus? Über dem wird gesagt, dass seine letzten Worte gewesen sein sollen, habe ich meine Rolle gut gespielt, nun so glatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Wenn das ganze Leben eine Komödie ist und danach der Ernst kommt, dann hat man das Ziel verfehlt. Oder der russische Kommunist Lenin starb in geistiger Umnachtung, er umklammerte Tische und Stuhlbeine und bat sie um Vergebung seiner Sünde. Könnte ich heute vielleicht zu den Grünen rechnen. Das war Lenins Abschied von dieser Welt.
Oder nimm Thomas Hobbes, englischen Philosoph. Ich stehe vor einem furchtbaren Sprung in die Finsternis. Werden das deine letzten Worte sein? Ich wünsche es dir nicht. Ich wünsche dir vielmehr, dass es andere Worte sein werden, die du in deiner letzten Zeit nennen wirst, und wünsche dir, dass einfach dein Gebetsleben dich so prägt, dass auch das letzte ein Gebet sein darf. Und so lesen wir immer wieder in der Schrift davon, dass Männer Gottes Männer des Gebets waren. Dass zum Beispiel der Mann Gottes, ein Diakon und Märtyrer Stephanus, der erste Märtyrer im Neuen Testament, von den Juden gesteinigt wurde und betend starb. Aber damit nicht genug. Es wurde uns auch berichtet von dem englischen Reformator William Tyndale. William Tyndale wurde auf einem Scheiterhaufen hingerichtet und er betete vor seinem Tod: Herr, öffne dem König von England die Augen. Er starb betend. Oder nimm noch einen weiteren hinzu. Einer der größten Afrika-Missionare, David Livingstone, er starb auf seinen Knien im Gebet in die ewigen Arme Gottes hinein. Doch bei all diesen Männern, die wir hier gesehen haben, stellen wir doch nur fest, dass sie damit verbunden ihrem großen Vorbild, ihrem Erlöser Jesus Christus gefolgt waren, dessen letzten Worte am Kreuz ein Gebet war. Als er mit lauter Stimme rief: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und diese Stelle aus Lukas 23, 46 wurde vielen zum Segen, auch im Hinblick auf ihre letzten Worte. Und so gebe es Gott, dass das Gebet in deinem Leben auch diese Priorität hat und das erste, aber auch das letzte sein möge. Und ich freue mich, dass du bis hierher mir gefolgt bist und hoffe, dass du das eine oder andere auch mitnehmen konntest als Anregung für dein Gebetsleben. Wenn du noch keins hast, wünsche ich dir, dass du eins bekommst. Und möchte dich auch einladen, dass du dranbleibst. Und zwar nächste Woche gibt es eine weitere Ausführung. Und zwar jetzt unter dem Titel Inmitten von Schmerz, ein betendes Herz. Da sehen wir uns das Thema von Gebet mal von einer ganz anderen Richtung an. Und ich darf schon mal das vorweg sagen, dass es auch etwas Lyrik haben wird und poetisch werden wird. Deshalb sei gespannt, bleib dran und auf Wiedersehen, Gottes Segen, bis bald.